So, hallo meine Freunde. Ihr habt ja gesehen, im Auto, wir hatten ordentlich Spaß. Wir lieben es, die 90er Chartsmusik anzumachen und dazu zu tanzen. Und jetzt müsst ihr wissen, Alessandro und ich, wir kennen uns ja schon richtig lange, Oliver auch. Wir sind ja der sogenannte harte Kern, so nennen wir uns bei unserer WhatsApp-Gruppe. Und der Mackie, der kennt uns ja noch nicht so lange. Und immer wenn ich mit Mackie unterwegs war, war es so, dass wir relativ seriös waren und er mich quasi von meiner besten Seite kennengelernt hat. Aber heute war ich ja mit meinen Jungs unterwegs und da gibt es keine Grenzen und es gibt auch keine Limits. Und dann tanzen wir halt wie so 12-Jährige zu Dance from Musik. Und das haben wir gerade gemacht, obwohl Mackie dabei war. Ich glaube, er ist auf jeden Fall jetzt eingeführt. Ne? Also war auf jeden Fall sehr witzig. Wir hatten auf jeden Fall richtig viel Spaß. Und das Video, Leute, ich versuche jetzt gerade ein bisschen runterzukommen, wird auf jeden Fall spannend, weil wir sind jetzt gerade in Margival. Das ist die sogenannte Wolfsschlucht 2, eines von 18 Führerhauptquartier, die es europaweit gab. Und das Ding ist hier wirklich noch in einem ziemlich guten Zustand. Und die Luftaufklärung hat das damals nicht entdeckt, weil man das so gebaut hat wie normalen Häuser. Und wir werden uns hier gleich ganz, ganz viele Bunker und Überreste anschauen. Und das Camp fängt nicht hier an, sondern weit oben schon. Und da gibt es verschiedene Baracken, SS, Polizei, alles Mögliche, Fahrzeughallen. Und hier sind wir gleich in dem inneren Sperrgürtel. Hinter uns seht ihr eine Bahnlinie. Das bedeutet, die war natürlich auch perfekt angebunden. Und tatsächlich gab es hier keinen Luftangriff drauf. Das bedeutet, wir werden gleich ganz, ganz viele Bauwerke sehen, die in einem perfekten Zustand sind. Und ich zeige euch jetzt mal den Eingang in das Sperrgebiet. So, meine Freunde, ich muss ein bisschen Luft holen, weil wir gerade so viel Spaß hatten. Hier vorne sehen wir noch die alte Einfahrt und die sogenannte Führerstraße. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, gab es einen Sperrbereich. Das war der Sperrbereich, der war mit Hunden, Wachpersonal und Minen ausgekleidet. Der ist ungefähr, so wie es aussieht, 40 bis 50 Meter, vielleicht sogar 70 Meter lang. Ich habe es jetzt nicht genau nachgemessen. Und das war quasi wie eine hermetische Abriegelung. Und auf dem Weg hierhin haben wir schon verschiedene Wachhäuschen gesehen. Hier ist auch ein altes Häuschen. Keine Ahnung, was das ist. Hier wird das Wachpersonal drin gewesen sein. Alles Originalzustand übrigens, Leute. Zustand ist. Und Hitler war nur einmal hier. Also so ehrlich möchte ich euch zu euch sein. Einmal, genau. So, was haben wir denn hier? Leider alles auf Französisch. Wolfsschlucht 2. Quartier General de Commandement Allemand du Wolfsschlucht 2. Ah, man hat sie also nachgenutzt. Schaut mal hier. 46 bis 50 und so weiter, bis 93. Und wir sind hier und dann seht ihr mal das Größenverhältnis. Das ist riesig. Da geht's rein. Und riesig. Also ich bin gespannt, wie lange wir hier verbringen. Nochmal der Blick zurück. Das Wachhaus, den wollte ich euch noch zeigen. Schaut mal hier. Richtig gut. Und hier sogar noch die alten Isolatoren aus Glas. Aus Keramik, kennt ihr die aus meinen Videos? Zum ersten Mal aus Glas, noch nie aus Glas gesehen. Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin gefallen. Ich möchte euch mein absolutes Lieblingsprodukt vorstellen, und zwar Y-Food. Als Influencer und leidenschaftlicher Urbexer bin ich ständig unterwegs und brauche eine schnelle, nahrhafte Mahlzeit, die mich lange satt macht. Genau hier kommt Y-Food ins Spiel. Es schmeckt unglaublich lecker. Egal ob Schoko oder mein Favorit, Cold Brew Coffee, jede Sorte ist ein Genuss. Auf meinen Touren und bei meinen Urbex-Abenteuern ist Y-Food immer dabei. Es ist leicht zu transportieren und es kann jederzeit wieder verschlossen werden. Y-Food liefert mir dabei alle wichtigen Nährstoffe, die ich brauche. Eine Flasche und ich bin ungefähr für 7 Stunden satt. Perfekt für lange Tage. Und das Beste, Y-Food bringt ständig neue und spannende Produkte auf den Markt, die ich unbedingt ausprobieren muss. Wenn ihr also nach einer leckeren, praktischen und nahrhaften Mahlzeit für unterwegs sucht, dann probiert unbedingt Y-Food aus. Ihr werdet es genauso lieben wie ich. Und schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingssorte ist. Also jetzt geht das Video weiter. Ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, wir haben uns jetzt mal getrennt. Wir schauen mal hier, ob wir in das Wachhäuschen einen Blick reinwerfen können. Wie ihr seht, ist es abgeschlossen. Und da, wo es
nicht weitergeht, gehen wir natürlich auch nicht weiter. Aber wenn es irgendwo hinten einen Eingang gibt, dann würden wir da natürlich einen kleinen Blick wagen. Mal schauen. Also hier gibt es sonst keinen weiteren Eingang. Das Ding ist also zu. Und hier gibt es noch ein Mini-Wachhäuschen. Wahrscheinlich für einen Kübelwagen oder ähnliches. Aber hier gibt es erstmal nichts. So, und hier geht schon los mit den ersten verbunkerten Gebäuden. Mal gucken. Sind gerade alle dran vorbeigelaufen. Caroline nennt sich das. Da geht es also nicht rein. Mal schauen. Ich gebe euch mal einen Blick auf das Gebäude. Und ihr seht, das sieht aus wie ein klassisches, normales Wohngebäude. Die Lage ist sicherlich verdächtig. Aber in Frankreich gibt es natürlich auch viele Gebäude, die so weit außerhalb liegen. Und vielleicht können wir mal einen Blick reinwerfen. Ist natürlich komplett leer. Und ihr könnt wahrscheinlich nicht viel erkennen. Farbe der Wände ist noch da. Wie gesagt, Nachnutzung. Und hier ganz, ganz schwere Fensterbeschläge. Auch zugeschweißt, damit man da nicht reinkommt. Leimatz, Caroline. Hoppala. So. Das ist zu. Ich denke, da ist auch nicht viel zu holen. Also reicht, wenn wir uns das von außen angucken. Ja, wollte ich gerade sagen, schließen wir auf. Aber hier haben wir direkt ein nächstes Gebäude. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Leitzentrale für einen Artilleriebeobachter. Aber schaut mal, wenn, dann könnte man maximal da hinschauen. Vielleicht sollte das auch ein Haus nachahmen. Und hier können wir tatsächlich in den Bereich der Fahrzeugflotte gucken. Hier waren die Fahrzeuge gewartet und untergebracht. Mein Gott. Und hier sogar mit Bühne. Hier konnte man dann die Fahrzeuge reparieren und renovieren. Irgendwelche Plastikmanschetten und die alten Tore. Die sind höchstwahrscheinlich noch original. So, Luano und Katie. Und nochmal der Blick hier über die Fahrzeughallen. Schon spannend. Und da, schaut mal, man hat überall so kleine Steine rausgucken lassen für die Tarnung. Und das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an das Führerhauptquartier Wolfsschlucht in Polen. Und leider hat man hier wirklich alles zugemacht. Und ihr seht jetzt mehr als ich. Oh, da hinten. Lass mal gucken, wenn wir aufschließen, dass wir da mal rübergehen. Nicht schlecht. Und hier ging direkt damals das Gleis lang. Nicht schlecht, da hinten kann man nur hochgucken. Die Frage ist, wo sind sie jetzt hingegangen? Hoch oder runter? Da geht es aber auch noch weiter. Ich denke, die gehen genauso wie ich. Die gucken sich erstmal das Gebäude von hinten an. Hier konnte man auch tatsächlich durchgucken. Und dann werden die wahrscheinlich da jetzt gleich zu sehen sein. Und hier gibt es sogar noch Fahrzeugspuren. Ah, hier werden die wahrscheinlich campen und sich treffen, wenn es hier Führungen gibt. Ach, schaut mal, also das ist schon spannend da oben.
Sieht schon aus, fast aus wie so eine Kletterparcours. Leicht vertan, die sind nämlich schon drin, Leute. Die sind wahrscheinlich geklettert. Ich frag sie mal. So, wie seid ihr reingekommen? Ein weiter rüber. Und dann da drüber klettern? Ja, genau. Alles klar. So. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das machen. Aber sie haben es gemacht. Wahrscheinlich leerer Bunker. Natürlich alles schon leer geräumt über die Zeit. Aber trotzdem werden wir jetzt hier, ich zeig's euch mal, hier rüber klettern. Alessandro? Ja? Oh. Komm, ein bisschen noch. Oh ja. Oh ja. Nein. Pass auf, da ist ein Loch im Boden. Danke. So, sind wir jetzt in dem Führerbunker? Nee, Stabsbunker würde ich Stabsbunker. Sagen. Stabsbunker. Ja. So, schauen wir mal nach. Hallo, Herr Stabsbunker. Guten Tag. Oh, hier haben wir aber eine fette Bunkertür, ne? Ja, das ist Fußballbunker. Ja, und auch, wie wir das kennen, wenn unten verschüttet war, konnte man oben noch über den kleinen Ausgang raus, auch eine Sichtscharte. Die Verschlusskappe fehlt, aber wir sehen nur noch Originalverkabelung. Oh, hier ist sogar noch richtig was zu sehen. Schaut mal her. Hoppala. So, schaut mal hier. Alte Verteilung, leider gebrannt. Das ist alles original, leider zerstört, weil es hier gebrannt hat. Das Holz ist auch original. Und wir gehen jetzt einmal rein. Noch alte Toilettentüren aus Holz. Oben hat es leider gebrannt, aber unten noch original. Wow, das ist gut. Das ist gut. Teilweise Neuverkabelung. Und jetzt sind wir hier in dem... Ja, was ist das? Alles, was ihr jetzt auf dem Boden seht an Holz, das war mal früher an der Wand und an der Decke. Und ist dann über die Jahre runtergekommen. Und hier über das Teil hier kam Frischluft rein. Weil ihr könnt euch vorstellen, dass hier natürlich der Sauerstoffaustausch, wenn die Türen geschlossen waren, nicht so gut stattgefunden hat über dem Ventil. Und nochmal der Blick hier über den Raum. Hier werden wahrscheinlich Kartentische etc. drin gestanden haben, um die Lage entsprechend weiterzugeben und auch Befehle, also Lage zu bewerten und dann auch Befehle weiterzugeben für Truppenbewegungen und so weiter. Hier ist sogar die Decke runtergekommen, das Plastik oder so. Also das ist auf jeden Fall moderner hier, wo ich gerade drauf laufe. Auch hier waren die Kabel, die sind schon da. Die Wandfarbe ist neu, kann ich euch sagen. Das ist schon spannend. Von hier aus wurde übrigens der Frankreich-Feldzug befehligt. Deswegen brauchte Hitler ein Führerhauptquartier in Frankreich. Weil je näher man dran war, desto kürzer waren natürlich auch die Meldewege. Wow, schaut mal hier, sogar der Luftaufheizer ist hier noch drin. Schaut mal hier, da wurde die Luft aufgeheizt, damit man im Winter auch heizen konnte. Reste der Lüftungsanlage, hier war das die Schaufelturbine drin, der Elektromotor und alles ist leider weg. Und hier zur Geräuschdämmung, das ist wahrscheinlich auch modern. Geil. Also gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Die Story ist halt ultra krass hier. Der Türrahmen, ich zeig euch mal, wie schön da gefertigt wurde, hat man auf jeden Fall Wert drauf gelegt, dass man hier keine Standardsachen verbaut hat. Das ist übrigens die Gasschleuse. Hier haben wir eine Bunkertür. Da seht ihr es. Und hier ist die zweite Bunkertür. Ich denke, habe ich ausreichend oft erklärt, was eine Gasschleuse ist und wofür sie dient. Und hier ist der zweite Teil, wahrscheinlich genauso aufgebaut. Wow, richtig
gut. Oh ne, ist anders. Ein bisschen anders. Aber auch hier hat es leider gebrannt. Und alles nochmal zweite Ebene, wie man. Oh, guck mal, wie viele Räume da hinten. Das ist ja richtig gut. Original Holzverteflung auf dem Boden. Chlorkalk. Eine alte Bank. Hier muss man aufpassen, dass man nicht gleich einbricht. Ihr seht es hier. Deswegen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das wäre es jetzt nicht wert, dass wir da runtergleiten. So. Und absolute Totenstille gerade. Die anderen sind schon raus. Ich bin jetzt alleine hier in dem Bauwerk drin. Unten ist die Wasserverteilung. Die Räume kann ich leider nicht deuten. Vielleicht war es Unterkunft. Hammer. Aber leider komplett abgefackelt. Boah, hier ist der Filterraum. So, seht ihr mal, genauso aufgebaut wie drüben. Hier gehen wir auch mal rein. Auch hier wieder die Ummantelung von dem Schaufelrad. Und hier haben wir sogar noch Schrift. Original Ansaugleitung, Schüttventil schließen, Ansaugleitung. Ich weiß nicht, ob ihr sie lesen könnt. Und hier haben wir nochmal, wahrscheinlich doppelt, muss ja redundant sein. Ansaugleitung ist Ansaugleitung verschüttet, Ventil schließen. Ah, ist Ansaugleitung verschüttet, Ventil schließen. Und hier, das ist das Ventil. Oh, ist das warm. Also es ist heute nicht wirklich warm, aber es ist so unglaublich schwül. Und die Luft ist heute auch nicht so geil. Oder da gehen wir nicht rein. Also, glaube ich, kann man auf jeden Fall mal machen. Und ich gehe jetzt hoffentlich gesunden Fußes hier wieder zurück. Ich zeige euch mal, wie ich hier gerade mich langhange. Die Füße sind links und rechts. Und dann gehe ich hier so lang. Also ich höre sie wieder. Jo, ich komme. Dankeschön, das ist sehr nett von euch. Danke, danke. Schau mal, hier gibt es sogar noch einen Holzrahmen. Den kenne ich vom Atlantikwall. Da gibt es auch viele Holzrahmen. Viel Schrift ist nicht mehr. Wahrscheinlich hat man hier, ihr seht es ja an der weißen Wandfarbe, komplett überpinselt. Und hier noch ein altes Regal. Richtig gut. Ich bin auf jeden Fall gut gehypt. Das kann ich euch sagen. Auch wenn die Bude runtergerockt und leer ist. Ich finde sie trotzdem richtig spannend. Und ich muss jetzt hier wieder darüber und dann schließen wir mal auf. So, Hausnummer 54. Was? Da Charlie oder so steht da dran. Jalousie alle zu. Also hier ist kein Reinkommen. Und hier hat man vielleicht gesessen und sich Vorführungen angeschaut. Schaut mal. Selbst hier ist noch die grüne Tarnfarbe dran. Sieht ein bisschen aus wie so eine Terrasse, wo man gesessen hat und hier vielleicht dann Lagebesprechung oder sowas gemacht hat, abgehalten hat. Und ihr seht, es ist komplett zu. Da ist kein Reinkommen, aber hier hat man eine wunderschöne Treppe gebaut und hier ist ein Kellerabgang. Mal schauen, was wir hier so entdecken. Und über ist schlammig, ich komme mit runter. Mhm, danke. Ist aber auf, die Türe steht ja oben. Also Tür scheint auf zu sein, das ist sehr gut. Upala, schaut mal hier. Heizung. Ja, wahrscheinlich auch kein Zugang nach oben. Nein, also im anderen war das nicht. Achtung, Schlamm. Mhm. Ja, ist genau. Ja, nice. Hier ist der Tank gewesen. Ich stehe jetzt genau in dem Bereich des Tanks. Genau. Aber du siehst ja auch eine Nachnutzung. Ja, ja, natürlich, die Farbe auch. Hier, das Abflussrohr wird das alte sein und das rote ist das neue. Und das ist auch neu, ne? Oder? Ja, nee, oder? Denke ich. Machen sie so reingeschnitten. Nee,
Die vermuten überall noch den Nazi-Schatz. Ja, aber ich glaube hier. Nee. Auch hier, ne? Also ganz klar, modern. Ja. Schade, schade Schokolade, sagt man dazu. Kommt doch, wir haben ja nicht mal ein Drittel geguckt jetzt. Ja. Also ist zu, aber ich zeige euch hier nochmal den Überblick über dieses Gebäude. Ja, und damit man, Mäcki hat es gerade schon gesagt, ein Stück Normalität hat, hat man die Fensterläden so gestaltet, wie sie auch im zivilen Bereich sind. Und mal gucken, was wir hier noch so zu entdecken haben. Huh, es ist auf jeden Fall sehr warm. So, woher weißt du das? Weil ich drin war und geguckt habe. Ah, okay. Ja. Also. Hier war wahrscheinlich der Heizkesselraum, ne? Wir gehen direkt rein. Okay. Alter Schwede, ist das voll. Schau mal her. Oh mein König, komm hier hereinspazieren. Sehr, sehr zuvorkommend. Immer gerne. Schaut mal hier, Regalböden. Also, ich habe die mal ein bisschen vorgelassen. Die sind nämlich ein bisschen lauter und ich will euch die Anlage ja komplett zeigen. Und ihr seht links und rechts, die Wandfarbe ist auf jeden Fall modern. Und wir gehen jetzt erstmal durch und fangen von hinten an. Dann hört ihr nämlich nur mich und nicht die beiden. Und die beiden hören mich dann später auf dem Video von Mäcki. Auch die Wandfarbe hier ist Nachkriegsnutzungszeit. Aber der Fußboden ist mit Sicherheit aus der damaligen Zeit. Hier finden wir diese Bunkertür von innen. Und schaut mal, wie massiv. Vielleicht die Küche. Könnte eventuell Küche, das hier Toiletten zum Duschen. Man hat die auch oben Abgang, das ist natürlich auch modern. Toiletten leider vollständig zerstört. Das würde ich sagen, war die Küche. Das, nee, ist auch badet, ist auch ein Badezimmer. Sieht so aus wie ein Bürogebäude, ne? Guck mal, hier sind die Küchen, dann sind die Lehrräume. Obwohl, ja, wo sie gelernt wurde, eben weiß ja auch nicht, was hier vor der Nutzung drin war. Ne? Uide. Uide, Uide, Uide ist, glaube ich, Küche, oder? Oder Wiede. Oder Wohnzimmer, Wiede, Wiede, Wohnzimmer. Also hier auf jeden Fall schon ordentlich runtergerockt. Sauerkrautplatten auf dem Boden. Pyrenäen. Der Fliesenboden unten ist original. Ich würde sagen, dass das garantiert original ist, 1942. Ja, sehe ich auch so. Ja. Und eigentlich hat man sich so viel Mühe nicht gegeben. Man hat die Farbe geändert. Spannend. Hier ist noch ein Boiler. Und hier haben wir, glaube ich, noch mal eine Toilette, genau, halb zerstört. Boiler für ein Wasser, eine Dusche. So, also. Gehen wir mal weiter. Wir sind mit dem Auto hier hingefahren, damit wir nicht ganz so weit laufen müssen, weil ihr habt ja auf dem Video gesehen, die Anlage ist einfach mega groß. Leute, ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist, mit so vielen Leuten zu fahren. Weil das ist zwar witzig, aber für das Video, ich weiß ja nicht. Guck mal, ich werde jetzt sogar gefilmt da vorne. Na, so ein bisschen. Ja, aber wir machen das ja immer. Das Problem sind die anderen Dullis. Ja, ne? Hier, sowas zum Beispiel. Also. Mäcki hat es gerade schon gesagt, also das ist echt, wie sagt man, was hast du gesagt, was für ein Wort hast du gesagt? Dulli. Nee, es ist Dulli. dass es sehr komfortabel ist, hier auf einem Lost Place, auf einem ehemaligen Führerhauptquartier mit einem Auto rumzufahren und sich viele, viele Kilometer zu sparen, ist angenehm, oder? Ja, also ist mal was anderes, wenn man das mit dem Auto man macht. Könnte auch sagen, altersgerecht. Man könnte auch sagen, er ist faul. Altersgerecht. Ja, oder altersgerecht, genau. Oder wir nennen es einfach, wie es ist, Starallüren. Starallüren. So, Leute, also Gebäude sehen alle in etwa gleich aus.
Nur, dass das gemauert ist. Nur, dass das... Oh, hier steht Marsgott. Colonel Marsgott du Tillen. Tilloy. Und höchstwahrscheinlich wird das hier noch nachgenutzt und man lagert hier Dinge. Also ein Reinkommen ist leider nicht. Aber man muss es auf jeden Fall immer versuchen, weil wir wollen euch natürlich maximal Einblick. Oh, Alter, ist das groß. Schau mal, dahin geht es noch viel weiter. Und da sind wir hergekommen. Und man sieht, die Bäume sind teilweise schon sehr alt. Und man hat dieses Gebäude, diese Gebäude, richtig in die Natur mit eingebunden. Und hier ist alles auf. Das bedeutet, da können wir auf jeden Fall gleich reingehen. Steht komplett auf. Deswegen glaube ich, ohne es natürlich zu wissen, dass diese Anlage hier teilweise als Lagerstätte oder als Büroräume, nicht im klassischen Sinne Büroräume genutzt wird, sondern eher in Form von, dass hier Führungen gemacht werden, dass hier Aufklärung stattfindet und die Leute dann ihre, ich sag jetzt einfach mal, Büros haben. So, wir trennen uns, aber schaut euch mal da an. Ein Regelbau ist das, oder? Das ist ein Regelbau. Ja. Regelbau. Mit einem Tobruk. Hallo, Tobruk. Ja, genau. Also, das wird gleich richtig spannend, kann ich euch versprechen, Leute. Denn die Leute haben gerade einen Regelbau gefunden und sind auch in den Tobruk-Stand reingegangen. Also scheint ein Gruppenunterstand mit angehangten Tobruk-Stand zu sein. Und das hier scheint eine Schallschutztür aus der damaligen Zeit zu sein. Ihr seht es hier. Elektronisch. Das ist aber neu. Das Kabel ist aber neu. Das sind die alten Fensterrahmen. Das sind alle Fensterrahmen. Und hier, Leute, hat man Kabel geschält. Ich denke, das ist Aluminium, sonst Kupfer hätte man auf jeden Fall mitgenommen. Das ist schon so portioniert, dass man es wunderbar mitnehmen kann. Und jetzt zeige ich euch mal die Fensterläden von innen. Sicherlich auch sehr spannend. Über einen ganz einfachen Mechanismus, ähnlich wie bei einem normalen Fenster, konnte man die schließen und öffnen. Wahrscheinlich die Klimaanlage. Oh, was haben wir denn hier? Schaut mal hier. Das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Ja, also ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sind heute ein bisschen lustiger, weil ein paar Leute sind. Aber die Story hinter ist natürlich schlimm. Wir sind in einem, in einer Einrichtung aus dem Zweiten Weltkrieg, die von den Nazis gebaut worden ist, um den Feldzug gegen Frankreich zu koordinieren. Wolfsturm 2, 18 Führerhauptquartier gab es. Und zwei davon sind hier in Nordfrankreich. Das ist einmal Margival und dann haben wir Brûlé des Pêches hier auch noch in Frankreich. Mal schauen, ob wir uns das auch noch angucken oder ob das nochmal ein eigenes Video wird. Das kann ich euch noch nicht sagen. Und hier hat man wirklich gewütet, weil Kabel natürlich auch unterirdisch verlegt worden sind. Also nicht unterirdisch, sondern unter Putz. Und deswegen hat man hier so viel Gewalt verübt, um herauszufinden, wo die Kabel sind. Und deswegen sieht das hier so schlimm aus. Weil normale Menschen interessieren sich ja für die Geschichte und nicht für das Kupfer. Und da seht ihr es auch. Einfach mal aufgerissen, um die Kabel zu rupfen. Sehr, sehr schade. Aber ich finde es super. Also gefällt mir richtig gut. So, schaut mal hier, ein bisschen Licht gegen Spiel. So, und wir gehen jetzt mal in den Regelbau und ihr könnt jetzt hier ein bisschen erkunden und ich lasse euch mal ein bisschen alleine. Ne, Fabi? Da sind wir schon. Schaut mal. So ein bisschen Sandstein. Komplett anders. Und direkt an der Bahnlinie. Könnte ein 501 oder ein 503 sein, genau weiß ich es nicht. So, angehangener Kampfraum mit Scharte, Schartenverteidigung. Das ist schon richtig gut, Leute.
Auch der Zustand ist richtig gut. Und wir gehen jetzt einmal rein. Wow. Wow, das ist gut. Wahrscheinlich zu. Hier auch wieder eine Schadenverteidigung. Hat man verschlossen. Leider zu. So viel alles hier. Das wird wahrscheinlich auch von innen zu sein. Oder sogar geschweißt worden sein. Vielleicht auch hier über den Zylinder. Der Gegner sollte ja nicht in das Bauwerk eindringen können. Und auch hier massiv verschlossen. Und da sehen wir sogar noch, wow. Schaut mal hier. Irgendwas mit Schießen. Schrecken. Vielleicht könnt ihr es lesen. Wie gesagt, manchmal ist es so, dass es auf der Kamera besser zu lesen ist, als wenn man direkt selber davor sitzt. Ich kann auf jeden Fall Schießen lesen, aber... Und ihr seht hier, das ist alles neu gestrichen. Und da scheint es tatsächlich Markierungen von Schüssen gegeben zu haben. Schaut mal hier. Vielleicht wurde hier doch gekämpft. Und hier, das ist der Tobruk. Da war der Gerold gerade drin, das habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen. Und so sieht ein Tobruk aus. Da muss man wirklich aufpassen, dass man sich die Birne nicht stößt. Das ist ein sogenannter Ringstand. Hier war ein MG 34 oder 42 montiert. Und dann hatte man ein perfektes Schussfeld. Schaut euch mal an, wie gut das Schussfeld war. In alle Richtungen. Das war ein Sprachrohr. Hier ist, glaube ich, nochmal ein Sprachrohr. Absolut rudimentär. Und hier war natürlich damals auch eine Panzertür vor. Leider kein Reinkommen, das ist ja wirklich schade. Und da Verteidigung. Schartenverteidigung. Eingang Schartenverteidigung. Also es war schon schwierig hier den Bunker einzunehmen. Man konnte natürlich mit Nebelgranaten arbeiten zum Beispiel oder natürlich auch mit gepanzerten Fahrzeugen. Da hatte die Bunkerbesatzung gar keine Chance. Aber wenn man normale Infanterie war zum Beispiel und keine schweren Waffen und vielleicht auch keine Nebeltöpfe, dann war es schwierig, so einen Bunker auch einzunehmen, weil das MG natürlich 360 Grad sich drehen konnte und dann einmal hier alles unter Feuer nehmen konnte. Deswegen war die Vorgehensweise, dass man über verschiedene Ebenen hier auf das Bauwerk, auf solche Bauwerke zugegangen ist, den MG-Schützen unter Deckungsfeuer genommen hat und über andere Wege ist man dann in Richtung des Bunkers gegangen und konnte die Besatzung dann ausschalten. Also erstmal natürlich die Verteidiger und dann hat man über verschiedene Möglichkeiten dann diese Bunker übernommen. Und im Hütgenwald zum Beispiel hat man Bulldozer genommen und die einfach zugeschüttet. Und dann waren die Leute da drin lebendig begraben. Und viele von diesen Bunkern haben so Notausstiege, die sind mit komplett Kies verschüttet. Unten ist eine Schicht, die man zerstören kann, dann rutscht der Kies raus. Dann muss man sich freigraben und kommt dann oben raus. So hatte man die Sicherheit, dass man sich dann auch freigraben konnte. Aber das ist schon besonders. Also freue ich mich, dass wir das hier sehen. Schaut mal hier, die 48, da standen wir gerade vor. Die ist verschlossen. Ich glaube, wenn die von einer Seite schon verschlossen ist, dann sind die anderen Seiten auch verschlossen. Sonst muss man sich die Mühe nicht machen. Alter Kommunikationsmast. Die alte Straße. Und schaut mal da hinten, das sieht wunderschön aus. Richtig gut. So, aber ich glaube, wir starten hier. Da haben wir direkt was zu sehen. Die 45. Und mal gucken. Boah, riesige Halle. Eine riesige Halle. Und die scheint noch nicht mal großartig verbunkert zu sein. Das sieht mir aus wie ein normales Gebäude. Mit einer Spiegelfolie. Wir haben hier Fliesen auf dem Boden. Mal gucken, ob wir herausfinden, was das für eine Halle war, wofür die war. Große Fenster, wie ihr seht.
Vielleicht finden wir eine Karte und die können wir dann einblenden. Das wäre natürlich perfekt. Versprechen kann ich natürlich nichts. Aber ihr seht das ja dann. Vielleicht eine Produktionshalle, oder? Gehen wir mal dahin, da kommen die Leute. Daniel. Ja, wir gehen erstmal hier hoch. Dann können wir auch ein bisschen aufschließen. So. Also wir sind jetzt einmal um das Gebäude rumgegangen und können jetzt hier. Hoffentlich breche ich nicht den Boden durch. Nee, hat geklappt. Uns im Gebäude frei bewegen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob das verbunkert ist. Toiletten. Sogar eine Badewanne habe ich gesehen. So, relativ unspektakulär. Wir hätten nach vorne reingehen können. Und so, mal links und rechts schauen. Da oben sind sie lang. Und da sind wir her. Und der Blick auf das Gebäude. Wunderschön hier. Leute, das hätte ich fast übersehen und die anderen haben es übersehen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht runtergleiten. Das ist schon richtig, richtig glatt. Boah, ist das glatt. Boah. Hallo? Ja? Hier? Oh, schaut mal. Das ist im Grunde genommen so ein Bunker, den wir gerade gesehen haben. Da ist die Schattenverteidigung von Mücken. Ah, schade. Aber Oliver, ja. Braucht deine Muskeln. Schnell, bevor die Mücken kommen. Boah, beilig. Auch von innen zu. Ja, boah, Alter. Beilig. Beilig. Alter, du machst die ganze Mücken wach. Alter. Oh. Ist zu. Ja, okay. Alter, was für Mücken. Boah. Ja. Guck mal, wie viele Mücken hier sind. So, hier ist trockener. Aber auch hier wird. Alter, geh raus. Ja, danke schön. Alter Schwede, so viele Mücken habe ich noch nie gesehen. Du? Tobruk, genau. Schade, alle zu, ne? Ja. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Das Schönste. Ja, ne, die Schönsten sind zu. Aber die Frage ist halt, wie kann man die zumachen von außen, wenn da kein Schloss ist, weißt du? Ja. Schaut mal hier. Das sieht gut aus. Ja. Ah, guck mal, das ist ein Bunker hier, wo wir gerade draufstehen. Und deswegen gehen wir mal hier rein. Boah, das sieht gut aus. Da hinten ist sogar noch die Tarnfarbe. Da geht es richtig tief runter. Aber auch hier leider verschlossen. Wir gucken mal rein. Und da, schaut mal, da geht es rein. Da müssten wir runter. Boah, Parking. Schade. Das ist wirklich sehr schade. Ja, waren wir schon drin, ist zu. Hey Leute, mein Name ist Cliffinger. Ihr findet mich auf TikTok. François. Du siehst nichts. Da müsste man schon viel ablaufen. Also riesig die Anlage. Und im Vergleich zur Wolfschanze ist das Ding halt noch komplett heile. So, wir sagen gerade, ist alles dasselbe, aber ja. Man weiß das nicht, bevor man nicht reingegangen ist, Leute. Deswegen muss man sich mindestens einmal kurz umschauen. Weil manchmal gibt es vielleicht Dinge, die man sonst übersieht. Und hier ist alles runtergekommen. Das ist also nicht mehr. Und da seht ihr mal die Decke. Die Bunkerdecke. Die haben wir ja gerade nicht gesehen.
mal hier, die Kupferrohre haben sie übersehen. Die Kabel, die. Also. Und hier wird es ganz hell. Und ja, es ist alles gleich. So, schönes Detail. Original Wandfarbe. Guck mal, hier haben wir noch ein Datum oder sowas in der Art. 79, ich habe keine Ahnung. Aber trotz. Meinst du, ist originale Tarnfarbe? Ja, ne? Das ist wiederum hier ein normales Gebäude. Kein verbunkertes, so wie die anderen. Das zum Beispiel da, was verklinkert ist, ist verbunkert. Was machst du denn da? Markier. Ach, da unten geht's rein. Guck mal, Tarnkleidung ist echt effektiv, Leute. Das macht nämlich seinen Bauch dünner. Hey, danke. So, Wolfsschuf wurde übrigens nie fertiggestellt. Nein, Bunker, Leute. Geh, Bunker. Okay. Nicht, dass er gleich weg ist. Boah, hier nicht runterfallen. Nur runter, linke Seite, 3 Stück. Geiler Typ. Hier seht ihr schon die Verschalung. Und ja, mega, Leute. Das ist richtig gut. Richtig gut. Dafür hat es sich gelohnt, hierher zu kommen. Ja, ja, durchs Fenster sind wir gekommen. Ach so, ist das ein Fenster? Wir sind aufrecht. Ah, gut. Langweilig. So, auch wieder Bunkertür. Und schau mal, auch hier leider gebrannt. Mega, oder? Ja. Fabi? Ja, mega. Richtig gut. Wow. Aber richtig runtergerockt. Vorsichtig, kleiner Mann. Wow. Eieieiei. So. Das ist ja wohl hart. Leute, das ist richtig gut. Das ist mal richtig gut. Das Originalholz noch. Von den Türrahmen. Da sieht man auch die Unterkonstruktion, wo man das ganze, die ganze Planke und Rang gemacht hat. Das ist richtig gut. Das ist wirklich richtig gut. Hier haben wir wieder die Belüftung. Oh, Toilette, einen richtigen Thron haben sie sich hingesetzt. Also auf jeden Fall nicht ganz ungefährlich, insbesondere wenn man alleine ist. Hier war die Lüfterturbine drin, da war der Elektromotor drin. Und da war ein Aufheizer, das sieht moderner aus, aber das da hinten, der Schalter dürfte noch original Zweiter Weltkrieg sein. Ach, gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, könnte. Schwierig zu sagen. Und da haben wir wieder die Schrift, also ist absolut baugleich. Ansaugleitung 1. Hier haben wir noch die Schlagschnurspur. Hast du die Schrift gerade schon gesehen? Oder siehst du jetzt? Zum hast du gesehen, ne? So. Entschuldigt bitte, dass das jetzt ein bisschen wackelig ist, aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen. So, und hier. Jetzt tun wir mal zur Seite, nicht, dass da gleich einer reinläuft und sich wehtut. Original, Zweiter Weltkrieg. Geh ruhig. Nee, ich geh zuerst. Schau mal hier. Ist aber französisch, oder? Und der Raum ist noch fast vollständig erhalten. Wow. Gut, richtig gut. Toilette, die hatten wir. Ich glaube, wir gehen hier lang. Backsteine sogar. Hat
hatte man gewählt für den Innenbereich. Wie gesagt, die helle Farbe ist Nachkriegsnutzung. Und hier ist, nee. Schaut mal, so sieht das aus hier. Sogar auch die Originallampe ist da. Schwupps. Okay. Das ist schon bemerkenswert hier. Lichtschutzleiter vielleicht. Oh, hier ist die ganze Abdeckung runtergekommen. Alleine sollte man das auf jeden Fall nicht machen. Weil wenn man die auf den Nagel oder so tritt, wäre schon blöd. Da sind wir gekommen, oder? Nee. Nee? Da. Okay, gucken wir noch kurz rein. Lächeln. Okay, danke dir. Oh, stimmt da. Nee, auch nicht, ne? Ein weiter. Ja, und verlaufen kann man sich ja auch. Natürlich nicht dauerhaft, aber wow, das ist auch original. Die ganze Unterverteilung hier. Ja, hier ist Ausgang. Ich check gerade den Boden, ob der begehbar ist. Ja, ist begehbar. Oh. Auch. Die Frage ist, warum hat man das aufgebrochen, wenn man noch da hinten reinkommt. Ist wahrscheinlich jetzt jedes Mal so ein Bunkersystem, wie wir es gerade erlebt haben. Wird sich höchstwahrscheinlich wiederholen. Genau. Schleuse. Direkt die Toilette hier am Anfang. Oder nee, hier kommt das Kabel an. Hier. Ach, das ist nur ein Raum. Ähnlich aufgebaut. Nicht gleich, aber ähnlich. Auch von der damaligen Zeit. Lüftung wie drüben. Hier sind sogar noch richtig viele Teile vorhanden. Hier sehen wir noch das Typenschild. Vielleicht, okay, also auch Nachnutzung. Oder die haben hier Teile aus Frankreich rangebracht. Während des Zweiten Weltkriegs, hier ist der Rotor. Das andere ist ja der Stator beim Elektromotor. Das bedeutet, hier finden wir tatsächlich noch Teile des Elektromotors. LHA30. Aber ob 30 für das Jahr steht, ich denke eher nicht. Ist auf jeden Fall französisch. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier eher Dinge, hast du gelesen, ne? Ja. Aus der Nachkriegszeit haben. Also es ist alles so ein bisschen gemischt. Gefällt dir? Super, ne? Kennt vor allem kaum einer, ne? In Deutschland. Ist relativ unbekannt. Brûlé de Pêche kennt auch keiner, glaube ich. Ist ja Wolfsschucht 1, das hier ist Wolfsschucht 2 übrigens. Ja. Und viele Informationen gibt es gar nicht hier drüber, ne? Also ich habe gerade Wikipedia-Eintrag nochmal gecheckt. Das ist alles, was wir gerade schon so mitgeteilt haben. Mehr steht da nicht. Aber es gibt eine Doku über die Anlage. Die kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Sehr spannend, aber die zeigen natürlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt von dieser riesigen Anlage. Und wir versuchen hier mal alles zu zeigen, alles das, was auf ist. Weil hier diese Bunkerbereiche haben sie in der Doku gar nicht gezeigt. Dafür haben sie natürlich sehr viele Informationen gegeben, warum man dieses Bauwerk gebaut hat. Aber habe ich euch auch gerade schon gesagt, weil hier der Frankreich-Feldzug koordiniert wurde. So, ganz kurz zusammengefasst. So, elektrische Schalter. Auch hier wieder ein eigener Bereich. Und hier ist wirklich alles zerstört. Hier ist wirklich alles zerstört. Auch hier wieder die elektrischen Schalttafel mit Hauptschalter übrigens, da ist der Hauptschalter.
dicken, fetten Kabel aus dem Boden. Irgendwelche Halter. Oh, schau mal hier, der ganze Boden ist noch drin. Das ist schon Hammer. Hört ihr das? Ich werde gleich anbrechen. Telefonkabel. Ich gehe gar nicht weiter, weil ich merke schon, wie der Boden unter mir berstet bei meinen 100 Kilo. So, geil. Richtig gut. Richtig gut. Also der Bereich ist hier wirklich noch sehr gut erhalten und noch ziemlich original. Und man muss immer auf seine Augen aufpassen. Das ist ja wohl krass. Oh, guck mal hier. Das ist ja wohl... Keine Ahnung, was das ist. Das ist wirklich bemerkenswert. Original Holzböden. Mhm. Original Holzböden, hat der Kollege gesagt. Originale Holztür. Also, richtig gut, richtig gut. Gut? Ja. Komm, sei ehrlich. Gefällt's dir oder nicht? Hast schon Besseres heute gesehen, morgen, ne? Heute Morgen war besser, ja. Ja? Heute Morgen war besser. Heute Morgen sind wir fast erwischt worden. Also wir sind erwischt worden. Aber wir konnten uns auf jeden Fall gut erklären. Und dann hat man uns gehen lassen. Weil in Frankreich sind die Strafen sehr, sehr hoch. Weil man oft unterstellt, dass die Leute Sondel gehen und Munition und Abzeichen und so mit nach Hause nehmen. Und damit haben wir ja nichts zu tun. Das konnten wir auch glaubhaft versichern und damit haben wir uns quasi eine Anzeige ersparen können. Wir sind Dokumentarfilmer, wollen hier die Schlachtfelder des Zweiten und Ersten Weltkrieges dokumentieren. Und das haben die uns auch abgenommen. Und leider, wir haben nach einer Führung gefragt, weil es war ein offizieller Führer. Der hat uns leider nicht mitgenommen. Sagt er, wenn, dann müssen wir das ganz normal über die Webseite buchen. Und heute ist quasi eine inoffizielle Führung und da durften wir leider nicht dran teilnehmen. Was sehr schade war, weil die Anlage hätten wir euch auch gerne gezeigt. Aber im Grunde genommen ist es gut, einfach nur gut, dass wir nicht mehr Stress bekommen haben, weil die halt einfach keinen Bock mehr haben auf Leute, Franzosen, Niederländer, Belgier, Deutsche, die Sondeln gehen und das ganze Zeug aus dem Boden holen. Wie gesagt, davon distanziere ich mich auch. Und wenn ich Sondeln gehen würde, dann mit German Treasure Hunter. Der kennt sich mit den Regularien aus und weiß, dass man zum Beispiel hier auf Schlachtfelder natürlich nicht gehen darf. Und deswegen würden wir das natürlich auch nicht machen. An dieser Stelle schönen Gruß an dich, Carsten. Ich freue mich schon auf unsere gemeinsamen Touren. Und schau mal hier. Oh. Auch leider wieder gebrannt ohne Ende. Da in der Ecke. Ach, man hat das Kabel abgeschält. Hier ist noch der alte Tank. Warum hat das also hier gebrannt? Man hat das Kabel vom Mantel entfernen wollen. Seht ihr das? Da liegt Kabel und der Mantel. Und hättet ihr euch das Kabel vorher angeguckt, Leute, dann müsste es hier nicht so aussehen. Weil dieser Schwelbrand, der ist A, giftig für die Natur. Der macht das ganze Bauwerk dreckig und kaputt. Und zerstört leider die ganzen Relikte. Und für Leute wie uns, die das dokumentieren wollen und auch erleben wollen, bleibt dann nicht mehr viel über. Sehr, sehr schade. Deswegen ist immer wichtig, Plätze und Locations geheim zu halten. Hört sich jetzt ein bisschen abgedroschen an, aber es gibt halt einen Urbex-Kodex. Nichts wird mitgenommen, außer Erinnerungen und Fotos. Und man hinterlässt nur die Fußabdrücke. Der größte Bunker, ne? Ah, ja, wir sind jetzt richtig bei der Wolfsschucht. Boah! Schaut mal! Wir sind angekommen. Alter! Warte, ich muss das Fenster mal runter machen. Weil jetzt sind wir mittendrin. Jetzt sind wir, glaube ich, mittendrin. Jetzt sind wir mittendrin. Jetzt sind wir sogar mittendrin. Habt ihr Schild gesehen? Am Eingang? Hm. Da ist ein Schild. Nee, da vorne am Eingang. Da steht Adolfo's Home. So, meine Freunde, wir sind jetzt noch mal ein Stück weit mit dem Auto gefahren und hier finden wir noch weitere
wahrscheinlich Kaserngebäude. Wir tippen sogar darauf, dass die nachträglich hier aufgebaut worden sind. Sie sehen ein wenig anders aus, sind aber trotzdem den anderen Gebäuden nachempfunden. Und hier an diesen Plastik-Inlays zum Beispiel seht ihr, dass es höchstwahrscheinlich auch nicht von den Deutschen gebaut worden ist. Wobei der Fußboden ist schon wieder, der ist ja gleich, ne? Der Fußboden ist gleich. Schöne Fliesen. Mhm. Die Fliesen sind schön. Ja, die Fliesen sind super. Ja, es ist auf jeden Fall Nachkriegszeit. Diese Fliesen hatte man damals nicht. Bedeutet, hier hatte man die Gemeinschaftsdusche oder Toiletten sogar. Sieht eher sogar nach Toiletten aus. Das war das Scheißhaus. Entschuldigung, meine vulgäre Ausdruckssprache. Aber wir zeigen euch trotzdem alles, weil es wäre sträflich. Ich habe gesagt, von unten, es könnte ein Gefängnis sein, ist es aber nicht. Das ist eher hier die Kantine, die Bar. Gefeiert muss ja auch werden. Die Mensa, sagt man, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht. Fledermaus. Tresen. Puh. Sind außerhalb der Fledermaus-Schutzzeit, aber wollen die kleinen Viecherchen doch nicht verärgern. Das wird wahrscheinlich die Küche gewesen sein. Schaut mal, da oben ist der Abzug. Er ist definitiv modern. Deswegen werden wir hier einmal schnell durchgehen. Und natürlich auch aufschließen zu den anderen. Die müssten mir gleich direkt in die Hände laufen. Vielleicht reicht auch das normale Licht, ja. Schon krass, was die Osmo 3 an Restlicht rausholt. Also hier werden wahrscheinlich auch Feste gefeiert worden sein. Hier in diesem Raum, in diesem Bereich. So, und falls noch was Spannendes kommt, melde ich mich gleich wieder. Wobei, das ist schon spannend, oder? Ja, das ist schon spannend. Ist das mit so einem Oberlicht? Auch wieder wahrscheinlich eine Dusche. Da gehen die Jungs und Mädels runter. Und dann bis gleich. So, also hier, das dürfte wieder original sein. Direkt auch anders. Wobei das Treppen, die Treppe sieht identisch aus. Schwierig, ne? Ja, hier. Ja, ist auch modern. Das erspare ich euch. Aber das ist hier. Das ist definitiv wieder spannend. Und leider, das Spannende ist auch immer verschlossen. Aber das ist hier wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich der innere Bereich. Hoppla. So, habt ihr mal einen perfekten Blick drauf. Und hier wird wahrscheinlich auch Adolf Hitler damals gewesen sein. Der war, wie gesagt, 2 Tage hier. Und da sind einige Schautafeln. Schauen wir uns mal an. Ja, bitte. Oh, ja, der Wiwi. Ich glaube, da ist das Interessante. Der Goldschatz. So, was haben wir denn hier? Also, anscheinend KZ-Häftlinge, die hier eingesetzt worden sind. So sah die Baustelle damals aus. Originalbilder. Und hier so wurde damals gebaut. Aber leider alles in Französisch. Schon sehr imposant, Leute. Hier wieder komplett verschlossen. Aber wie gesagt, mit Verhörung kann man das alles besuchen. Haben wir gesehen. Die bieten hier Führung an. So, das ist spannend. Sieht aus wie ein Regelbau. Riesige Scharte. Das ist schon. Stützpunkt. ST steht für Stützpunkt.
Ja, aber das ist ja Nachkrieg. Das ganze Ding in hier? Nein, das ist die Bewahrung. Ach so. Ja. Schattenverteidigung und eine massive Panzertür. Ja, und da oben, ja, also nachträglich gekommen. Natürlich, ne? Natürlich. So, das hat man auch mit Holz. Aha. Die Sandsäcke haben. Was ist denn eigentlich da noch eine Bunkertür? Kannst du da reinkommen? Freunde, also, wir haben eine kleine Zwischenpause gemacht. Da ist leider kein Reinkommen in das Gebäude. Deswegen fahren wir jetzt tatsächlich, wir haben es aufgeklärt, zum Führerhauptquartier. Was war das hier für Gebäude? Haben wir da das hier herausgefunden? Nee, da stand nur, also dass hier Firmen mitgebaut haben. Also 13 oder 16 deutsche Firmen haben hier gearbeitet. Ah, danke. 13 oder 16 deutsche. 16 deutsche Firmen haben hier an dem Bau der Magival Wolfschuch 2 mitgearbeitet. Und an dem Eisenbahntunnel. Also und an dem Eisenbahn. Musste vielleicht. Der ja irgendwo seinen Zug hinstellen, der kam ja mit dem Zug zu gewöhnen. Genau, der war übrigens dafür Projekt Seelöwe. Also Schlacht auf England hat man das gebaut, weil er hatte ja einen Zug mit zwei Maschinen vorne dran. Und um den sicher unterzustellen, hat man hier in Magival einen Tunnel gebaut. Extra dafür, Tunnel de Magival. Der Bunker. Genau. Und wir gehen, glaube ich, oben lang. Ne? Da seht ihr ein bisschen mehr. Und mal gucken, vielleicht sehen wir den ja sogar noch. Den Führer? Das glaube ich eher weniger. Schade, dass man da nicht reinkommt, Leute. Ja, aber das ist genauso aufgebaut wie eben. Ja, ich weiß. Ja, eigentlich aber auch alle schon gesehen, mehrfach, ne? Richtig. Ja, das wiederholt sich alles. Aber trotzdem, aber wenn irgendwas... Der Führerbunker selber, der ist interessant, weil der wird anders sein. Und den gucken wir uns jetzt an. Den gucken wir jetzt an. Das ist das Beste zum Schluss. Ja. Ja, wenn wir reinkommen. Ich habe Alessandro das erste Mal, der hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass seine Haare perfekt aussehen. Das macht dich irgendwie noch unattraktiver. Ja, aber das liegt daran, weil wir im Rudel über ihn rüber sind. Und da so, ich muss das hier an dieser Stelle cutten. So, wie ihr seht, also wir haben auf jeden Fall Spaß. Nicht ganz jugendfrei, ich hoffe, hier gucken keine Kinder zu. Soll ich dir ein bisschen den Weg machen? Nee, das brauchst du nicht. Aber die Arbeitsbedingungen sind jetzt sklavenhaft. Du könntest mir wenigstens mal einen neuen Rechen kaufen. Werde ich machen. Gut, danke. Erinnere mich bitte daran. Also ihr seht, wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Und das Witzige ist, Mackie ist ja neu in dieser Truppe und hat sich direkt mit Olli sehr gut vernetzt. Und genau. Und das ist wirklich ein schöner Trip. Der erste, wie gesagt, hat leider nicht geklappt. Aber irgendwie macht es das gerade auch aus, weil wir waren um 7.30 Uhr sind wir losgefahren. Und erst um 15 Uhr haben wir dann den ersten richtigen Spot gemacht. Hier nämlich das. Oh, wir sind nicht ganz alleine. Da sind noch welche. Und schaut mal hier, originale Wandfarbe noch. Achtung, Danger. Warum? So Leute, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Da vorne sind welche. Ja, hab ich gesehen. Ja, okay. Also benehmt euch. Wie ihr wisst, man ist ja auch immer Aushängeschild für das Land, aus dem man kommt. Und deswegen wollen wir ein bisschen Kontenance walten lassen, wenn man alleine ist. Dann kann man sicherlich auch mal den einen oder anderen Spaß machen. Und in einer Männergruppe geht es dann auch tatsächlich manchmal unter die Gürtellinie. Das kennt ihr bestimmt. Aber sobald dann Externe dabei sind, wollen wir natürlich einen guten Eindruck hinterlassen. So, und wir sind jetzt, ist das der Führerbunker? Nein. Nein, ist immer noch nicht der Führerbunker. Ist ein bisschen vergleichbar mit dem einen Bauwerk, wo wir gerade drin waren. Der erste? Ja. Der zweite große. Okay. Der erste war ja kleiner und das ist der wird wahrscheinlich sein wie der letzte, wo wir groß sind. Ja, der ist aber in einem perfekten Zustand hier, ne? Ja, aber hier wird er auch nass haben. Ah, okay. Ja. Die sind alle irgendwie, haben hier ein großes Feuchtigkeitsproblem. Ja. Ja, hab ich auch. Ich bin mittlerweile 45. Warum sind denn hier solche Bänder aufgehangen? Oliver hat sich hier wieder versteckt und hat hier die Leute erschrocken. Das haben wir früher immer gemacht. Erinnert mich so ein bisschen an früher. Jetzt mache ich aber YouTube und das passt nicht so 100% ins Video. Aber ich will die Leute natürlich trotzdem nicht von ihrem Spaß abhalten. Deswegen macht ruhig weiter euren Spaß. Ne? Ich bin Opfer des Spaßes. Ja. Also ich mag nie Spaß. Das stimmt. Ich auch nicht. Oh, Leute, hier muss man aufpassen. Geht. Ich halte über die Kamera weg, ey. Ich muss das Sport hin.
Oliver, was sind das für hochgradig spannende Konstruktionen hier mit den Wändern? Ja, das ist für die Blindenführung. Ah, Blindenführung, aha. Ja. Extra auf Halshöhe aufgebaut, ja, oder? Genau, ja, ja. Hier ist der Treffpunkt für alle Blinden. Ah, hier ist der Ausgang, Leute. So, ich verlasse mal das siegende Schiff. Und die beiden neuen besten Freunde, die können sich mal alleine hier umschauen. Und wir werden mal in Ruhe versuchen, das Bauwerk zu erkunden. Und da ist schon der Nächste. Und dafür hast du das sehen geschafft. Bonjour. Bonjour, Monsieur Madame. Wow, das ist ein schönes Foto hier. Ne? Und ihr seht, es ist alles gleich aufgebaut. Und hier funktioniert sogar noch die Dämmung, die Geräuschdämmung. Und hier. Boah, voll die Mücken, Leute. Und das ist cool, Hauptschalter noch da. Jo. Boah, das ist riesig, Leute. Mal ganz kurz. Da seht ihr das. Also es ist schon enorm. Riesig. Und ich zeige euch mal die Funktionen. Also rechts sind die Bunker und links sind die offenen Räume, wo man getagt hat, wo man sich besprochen hat, wo man Tageslicht hat. Schaut mal, das ist schon richtig gut. Und hier haben wir altes Holz noch. Und hier ist auch direkt wieder richtig warm. Hier sind wahrscheinlich damals die Lüfter drin gestanden. Schimmel und Asbest. Und dann hat man vorne getagt und rechts in den Bunkern konnte man sich dann in Sicherheit bringen, sofern Luftalarm stattgefunden hat. Schon durchdacht, ne? Und es ist halt auch riesig. Es wird wahrscheinlich wieder hier so ein Bunker sein. So, ich werde gerufen. Ja. Hier ist wirklich noch was zu entdecken. Ja. Eine Schrift in. Aber eine gute Schrift in. Wenn du reingehst, direkt rechts über der Türe. Über dein Köpf. Jetzt rechts. Über dir. Oh. WC, Starkstrom, Verteiler, Fernsprechverteiler. Und da. Sorry, Leute. Richtig gut erhalten. Das ist wirklich richtig gut erhalten. WC steht auch für Winston Churchill. Und die Toiletten. Die Toilettenrolle ist noch da. Ja, das ist natürlich schön, dass man hier noch ein paar Relikte der alten Vergangenheit, der originalen Funktionsweise des Bauwerks findet. Und hier, das ist auch nochmal interessant. Hier ist noch eine alte Namensliste oder so. Da. Cool. Ja. Hier steht auch noch was Maschinen dran. Und überall die Konstruktionsdinger, ne? Siehst du das? Ja. Noch dran. Oh ja, Maschinen. Da. Das ist ja. Das hat sich doch mal richtig gelohnt hier. Deswegen ist es so wichtig, alles abzugehen. Und wir sind ja auch schon zusammen in der Maginot-Linie unterwegs gewesen. Und da gab es so viele Bereiche, wo wir nicht hochgegangen sind, weil wir einfach platt waren. Wo wir dann im Nachgang gesehen haben, dass da noch richtig viele Inschriften waren, ne? Von dir, weil du die alle gemacht hast. Ja, der Mann ist hart im Nehmen. So, wird auf jeden Fall ein längeres Video. Also ich habe festgestellt, Leute, ihr liebt Videos, die ungefähr 50 bis 60 Minuten gehen. Ich kriege immer Schelte, wenn die nur 20 Minuten gehen. Dann ist die Zeit auch irgendwie total kurz mit euch. Aber alles, was so Stunde 20 ist, ist tatsächlich für die meisten auch schon zu lang. Für mich auch, gerade in der Premiere. Deswegen versuche ich immer so auf eine Stunde, Stunde 10 zu kommen maximal. Das könnte hier tatsächlich schwierig werden, weil die Anlage einfach so riesig ist. Mal schauen, wie weit wir kommen, ne? Da ist der Ausgang.
Oh ja. Schöner Besprechungsraum mit Tageslicht. Und richtig sauber, der Fußboden. Könnte man direkt wieder einziehen. Da oben ist ein Originalverteiler aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Frage ist halt auch, ob alles nochmal in der Nachkriegszeit genutzt wurde oder nur einige Bereiche, weil das Ding ist ja schon riesig. Und da muss man natürlich auch einen Stab oder was auch immer hier stationiert war, ich konnte es leider nicht lesen, war französisch, muss dann natürlich auch hier untergebracht werden. Kostet ja auch alles Geld, wobei Geld in der Nachkriegszeit nicht unbedingt das Problem war, insbesondere nicht für das Militär. Und jetzt schaut mal, wie groß das ist. Da, das Ding, da waren wir gerade drin. Ein riesen Trümmer, Leute. Ein riesen Trümmer. Und wir gehen jetzt noch mal. Guck mal, da geht es sogar runter. Da gehen wir rein. So, die anderen sind auch schon unten. Okay. Boah, wie geil. Technik, ne? Und unter Wasser. Das ist das Fundament von der Mega. Das geht einfach durch. Das ist ja wohl hart. Das ist geil, ne? Ja, das ist richtig gut. So originale Fesseln. Und das ist das Bunkerfundament. Ja. Richtig gut. Und auch hier wieder Kabel wurde geschält. Aber hier nochmal. Mega gut. Heizung, ne? Ja, ja, Heizung. Heizung. Oh, das hält auch nicht mehr lange hier, ne? Klar, das ist super. Dann schaut man die Öfen noch an. Ach, guck mal, was ist denn da? Was ist denn noch mit der? Das wird wahrscheinlich die Messe sein. Ist zu, kommt man nicht mehr rein. Schade leider, aber ihr seht's. Das wird wahrscheinlich die Messe sein. Hier nochmal der Blick zurück. Und da sind die beiden, das Liebespärchen, unser neues Liebespärchen. Alessandro, das ist unser neues Liebespärchen. Unser neues Liebespärchen. Oui, oui. Oui, oui. Und mittlerweile sind wir nicht mehr alleine, haben ein paar Gäste bekommen und jetzt suchen wir den Hauptbunker. So, meine Freunde, wir sind zurück, sind noch mal ins Auto eingestiegen und sind jetzt, wo sind wir? Wolfsschlucht 2 und genau, was haben wir hier? Das ist der Führerbereich. Führerhauptquartier. Genau, das ist hier direkt, wo die Obersten waren. Wir befinden uns auch ganz oben auf der kleinen Anhöhe. Marie Audet. Und Olli ist schon mal vor. Wahrscheinlich ist es aber zu. Hier werden wir nicht reinkommen. Und hier waren damals die obersten Herren Befehlsleitungen untergebracht. Und man sieht hier tatsächlich noch die Wandbemalung oder die Tarnbemalung. Und einen lustigen Olli. Ja. Einen lustigen Olli. Also tatsächlich auch kleiner gehalten. Bedeutet, hier waren also wirklich nur die wichtigsten der wichtigsten. Und unten hatten wir gerade gesehen, dass es deutlich größer war. Da war der Stab untergebracht. Das wird wahrscheinlich auch noch mal anders gepanzert sein. Schaut euch die Läden an. Die Verschlussläden, die scheinen noch mal massiver zu sein. Könnte aber auch nur eine Annahme von mir sein. Schwierig zu sagen. Weil wir natürlich nicht rankommen. Das ist auch noch mal schön. Hier ist ein Abgang. Und da unten geht es auch durch. Das gucken wir uns mal an. Und boah, das ist auf jeden Fall sehr, sehr steil. Ich denke nicht. Aber ich möchte mir... Nee, das ist nur der Durchgang. Auch selbst hier hat man Tarnfarbe noch. Schaut mal. Nach Tarnfarbe an der Wand. Also, es würde mich schon sehr wundern, wenn hier auf ist. Also, es ist auf, aber mich würde jetzt sehr wundern, wenn man von hier aus irgendwo hinkommt. Ah, hier war wahrscheinlich Kohle. Ja, da seht ihr die Kohle. Seht ihr das? Das ist Reste der Kohle. Und dann wird hier der Heizofen gestanden haben.
Und das war die Heizung. So, und wir gehen wieder nach oben. Was war da unten? Heizung. So, die. Boah, hier riecht es nach Schritt. So, die sind schon da hoch. So ein bisschen verwinkelt, so wie so eine kleine Festung. Und das wäre natürlich ultimativ geil, wenn wir hier reinkommen würden. Oh! Scheint aber Kamera überwacht zu sein. Jetzt? Wir haben hier gerade einen jungen Mann stehen, der fragt, ob wir das machen wollen. Sepp? Auf Deutsch schon übersetzt. Wirklich? Ja, wirklich. Der ist französische. Sofort. Eine französische Führung. Aber ja. So, dass wir gucken können. Machen wir? Ja. Boah, ich glaube, ich. Also, wir werden die Hälfte der Leute wahrscheinlich verlieren, weil wir echt schon ein paar Kilometer gemacht haben. Auch wenn wir viel mit den Füßen gemacht haben. Aber es ist tatsächlich schon anstrengend. Und mal gucken, ob sie uns veräppeln. Oder ob wir jetzt tatsächlich noch eine Führung bekommen. Das wäre natürlich Jackpot. Gucken wir mal. Also Leute, wir sind komplett von der falschen Seite reingefahren. Wir sind quasi über den inoffiziellen Teil rein. Hier ist der offizielle Eisenclub 44. Bunker OKW Zuccarello. Weekend Bivouac. Kann man also übernachten. Und da vorne steht ein Panzer, den EBR. Und das ist schon ein Riesenareal, Leute. Das kann man tatsächlich nur mit dem Auto erkundigen oder ist man richtig fit und man macht nichts mehr an dem Tag. Wie gesagt, da vorne steht der EBR zur Bewachung des Geländes. Und da vorne kommen die Jungs. Also war das ein Spaß mit der Führung oder war das ernst? Ja? Okay, thanks. Er hat uns einigermaßen verstanden. Leute, das ist mal wieder unglaublich. Wir haben immer so ein Glück. Wir haben gerade, ihr habt ja gerade gesehen hier, die Verrückten sind oben auf dem Bunker rumgetapselt. Und überall wäre normalerweise richtig Terror jetzt gewesen. Aber hier kam und jemand. Wir waren nicht auf einem Bunker, sondern. Ihr wart auf den Bunker. Auf dem Bunker, also im Führerbunker. Im Führer, wo Hitler drin war. Genau, die standen gerade auf dem Bunker drauf und normalerweise hätte es richtig Terror geben müssen. Aber der junge Mann hat uns gerade angeboten, eine Führung hier, eine exklusive Führung mit uns zu machen. Will auch kein Geld haben. Wir werden ihm natürlich gleich ein bisschen Tipp geben. Das gehört sich einfach so. Und jetzt haben wir die exklusive Möglichkeit, mit euch hier in die Wolfsschlucht reinzugehen, ohne dass wir uns vorher angemeldet haben. Das ist einfach unglaublich. Also wieder mal ein Zeichen, dass die Franzosen uns echt aufgeschlossen und wohlgesonnen sind. Und dafür an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Namen haben wir noch nicht ausgetauscht. Und Etienne, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist gerade unten auf uns zugekommen, hat uns Flyer in die Hand gedrückt. Und auch er hat gesagt, wir können gerne noch mal wiederkommen und hier an einer Führung teilnehmen. Also richtig gut. Kann ich nur jedem empfehlen. Aber kommt am besten hier oben in den offiziellen Bereich rein, parkt euer Auto hier und dann könnt ihr hier eine Führung buchen und dann müsst ihr nicht wie wir das ganze Gelände auf eigene Hand erkunden, sondern ihr habt die Möglichkeit mit professionellen Guides hier die Anlage zu erkunden. Und wir werden jetzt den Bereich des Oberkommandos uns anschauen. Der Hitlerbunker selbst ist leider abgebrannt, deswegen können wir da leider nicht rein. Und die machen sich gerade alle über mich lustig. Nein, über hier, über den Slot hinter mir. Ja, das ist ein richtiger Slot. Also von daher wird gut. Immer wieder. Guck mal, Herr Führer, ich bin der Erste, ich bin ein toller Typ. Kennt ihr den Film Hostel? Ja, jetzt endet das hier. Die Haare sind so geil heute bei dir. So, Bunker Zuccarello ist der Bunker des Oberkommandos. Und direkt daneben ist der Bunker Hitlers, aber der ist leider zu. Und da werden wir auch nicht reinkommen. Aber alleine hier in diesen Bunker des Oberkommandos exklusive Einblicke zu bekommen, ist schon richtig gut. Und hier werden wahrscheinlich auch ganz viele Elemente der Neuzeit sein. Ne? So, erzähl mal was, Mackie. Panzerkampfwagen 18 Modell Endsieg. Nein. Ist ein bisschen kleiner aus. EBR ist das übrigens. Was? EBR ist das. Ja, Modell Endsieg, sage ich doch. Modell Endsieg. EBR. Modell. Also. Ganz ehrlich, ich habe ja Mackie immer nur seriös erlebt. Das ist ansteckend hier. Ich habe verstanden, Modell Endsieg. Er kommt raus und guckt direkt in die Kamera. Menu Expectation. Mhm. In English or in yes. French? Here. Ah, perfect. In English and the same part in French. Perfect. French and English. Yeah. Thank you so much. So Leute, also wir haben so ein Glück. So ein Glück. Der macht das quasi gerade in seiner Freizeit.
Und wir haben einfach hier die Möglichkeit, in den Bunker Oberkommando. So, und jetzt geht das los, Leute. So, das ist auf jeden Fall original. Und ja, wir brauchen Licht. Also das ist das. Das ist original, Leute. Ja, das ist original. Geil. Leute, das ist wirklich rar. Ich habe jetzt keine Hand frei. Schaut mal, hier ist noch der originale Kamin. Godin. Ja, das ist französisch. Wow. Nein, nein. Ist Godin. Französisch? Mhm. Ja, wir sind ja in Frankreich. Die haben ja von hier gekauft. Ja, aber es ist. C'est ce qu'on appelle la partie légère, des murs, pas très épais. Donc, vraiment une partie de travail qu'on était sur un train de renseignement. Donc, sur toute la longueur du couloir, on avait les fonctionnements de l'entrée de bureau qui permettait donc aux Allemands de travailler. Donc, sur les différentes. Tout à l'heure, on a réhabilité ces bureaux en pièces. Die Zahlen, man hat hier wirklich die original, also die nachträgliche Farbe abgemacht, damit die Originalschrift wieder kommt. Und ich werde mich mal ein bisschen von den anderen wegbewegen. Und man versucht das hier wirklich wieder originalgetreu herzustellen. Und wir können uns anscheinend frei bewegen, sehe ich gerade. Oder so wie ich uns kenne, machen wir das einfach gerade wieder. Aber wir versuchen natürlich trotzdem zusammen zu bleiben, weil das gehört sich einfach so. Aha, okay. Also links, ja. Schaut mal hier. Oh! Das ist ein Netzsack. Warte! Warum hat er denn jetzt so geschrien? Der Jürgen, die schrie wie durch eine Muschi. Also ich dachte, die Bombe geht hoch. Oh. Luftalarm. Luftalarm. Ey Jürgen, was hast du denn geschrien? Ich glaube, er hat es ein bisschen erschrocken. So, also, wenn die Bunker, also, wir haben nicht tatsächlich, wie sagt man, trocken stehen, dann sehen die Bunkertüren so aus. Durch sind die vorne warten. Habt ihr gehört? Ja. Und schaut mal. Durch sind die vorne warten. Da vorne. Hier ist sogar noch alles da. Also, ich habe mich gerade richtig erschrocken. Das war nicht gespielt oder so. Originale Wandfarbe. Ich wusste gar nicht, dass die Russen auch hier waren. Die Hausnummer 1. Guck mal, was steht da? Notstromaggregat oder Notsch? Was steht da drüber? Not 1. Also wir haben echt Glück, oder? Wir haben so viel Glück, Leute. Und wir haben gerade echt noch überlegt, machen wir es nicht? Aber wann hat man mal die Möglichkeit, hier reinzugehen? Und wie gesagt, wir haben nicht damit gerechnet. Die 15, die 4. So, ich erspare euch jetzt jeden einzelnen Raum. Ach, guck mal, Wehrmachtsfässer, oder? Nee, ist kein Wehrmachtsfass. Ja. Hast du hinter geschrieben, ein kleines Mädchen? Ja, hab ich. Ich hab mich sehr erschrocken. Hab ich das geschrieben? Er lacht doch nicht da. Wow. Guck mal, hier ist noch schön der Spülkasten. Guck mal hier, das sind die, da war das Turbinenschaufelrad drin, da war der Motor dran. Dann verschiedene Überbrückungssachen. Das ist der Motor gewesen hier. Das ist auch von der Rede, da ist Tesla. Nicht anfassen. Oh, eine alte Batterie. Den hatten wir in Siegen auch mal in einem Bunker gefunden. Sah fast genauso aus. Original Lichtschalter. Gut. Ja, ist guter Erhaltungszustand. Ja, ne? Hier Toiletten, Spülkasten. Und so sehen die Verteilerkästen aus. Und jetzt haben wir fast eine erhaltene Lüftungsanlage. Fast erhalten. Und auch hier finden wir wieder die Schrift. Die hat man wahrscheinlich aus Teilen zusammengebaut wieder. Richtig gut. So, und jetzt aufschließen. Mhm. Ich
Ich fühl mich ein bisschen wie in so einer Schulklasse. Wie, das Einzige, was noch fehlt, sind die Frikadellen. Diese billigen Frikadellen im Bus. Kennt ihr die? Die Frikadellen? Leute, hier sind Kinder anwesend. So, also hier war ein spannender Typ. Und hier sind noch mehr spannende Typen. Also hier wird gerade wirklich massiv renoviert, hat er uns gerade gesagt. Und ich werde jetzt einmal ein bisschen Licht anmachen. Originaler Heizkörper. Wir dürfen uns hier in dem Moment gerade ein bisschen aufhalten, weil er hat noch Franzosen mit dabei und denen will er gerade erklären, was hier alles zu sehen ist. Aber hier ist einfach nur alles untergebracht. Eingangsbereich. Alte Waage auf dem Boden. Oh, alte Betten. Ja, das ist halt alles NATO, ne? Ja. Fühle ich wie früher. Ach, wie früher. Hier, das ist die Kamera rechts. Mhm. Schwarz-Weiß-Rot. Oh ja. Habt ihr mal die Wandfarbe gesehen neben euch? Hier war der Stabsoffizier drin. Achtung, Feintört mit. Schaut mal hier. Soldaten am Atlantik zeigen ihr Freiheitsschaffen, Bilder, Plastik, Kunsthandwerk. Hier, Jungs, hier. Ja, ja, ich komme gleich. Ich glaube, die Uhr ist nicht echt. Nee, hier ist viel nicht echt. Nur, dass man halt ein bisschen... Was denn? Ich soll... Was denn? Okay, kommt ihr? Freunde, er hat uns gerade gesagt, dass die Wandstärke und die Deckenstärke 4 Meter waren. Und hier vorne, so wie wir das auch schon wahrgenommen haben, waren die Büroräume. Da hat man im Friedensfall ganz normal gearbeitet. Und wenn der Luftangriff gekommen ist, was hier wie gesagt nicht stattgefunden hat, hat man sich hier in diesen verbunkenen Bereich gegeben. Und damit hatte man wirklich eine schöne Kulisse. Vorne ganz normale Gebäude und hinten dann der verbunkerte Bereich. Und auf der Luftaufklärung hätte man wahrscheinlich kaum etwas gesehen, weil das ja auch alles bewachsen etc. war. Also wieder mal viel Glück gehabt, dass wir hier diese Möglichkeit der Besichtigung haben. So, jetzt sind wir hier am Regelbau. 6 Personen dürfen maximal rein, plus der Führer. Gut, ihr müsst, also draußen, ihr müsst also draußen bleiben. Hier haben wir wieder den Tobruk. Und da hoffentlich kommen wir gleich rein. Und schaut mal, endlich sehen wir mal, was in diesen Ausbuchtungen war. Er sagte gerade, das ist für Kommunikation und da konnte man sich aufschalten. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob es scharf ist. Das bedeutet, man hat also seinen Telefonhörer mitgehabt und man konnte sich dann hier draufschalten und damit konnte man dann mit verschiedenen Abteilungen sprechen. So, alles verboten natürlich. Funkraum geradezu. Und ich hoffe mal, dass wir gleich da reinkommen in so ein Ding. Das wäre natürlich geil. So, also wir sind hier in einem Tobruk natürlich. Und hier gibt es sogar noch das Sprachrohr. Das ist noch da. Und hier hat man nachträglich einen kleinen Schutz gemacht, damit man nicht nass wird. D steht für Stützpunkt. Und da sehen wir es. Bei Gasangriff, nee, Gasgefahr. Gasalarm sowie beim Lüften und Schließen sind die mit roten Ring gezeichneten Türen zu schließen. Das ist nicht schön, oder? Wenn du hier in so einem Kämmerchen sitzt, ohne Licht, wenn die Türe zugeht, dann hast du Schrank. Toilette oder? Nee, Funkraum. Funkraum. Der funky Funkraum. Ja, das ist wirklich gemütlich. Ja, bevor ich einsperren. Draußen beschossen wird oder die Bombe runterkommt. Ne? Ja. Damit ich einsperren. Nein, danke. Das ist der Funkraum, Leute. So klein. So, ich glaube, wir können. Wir können da rein? Ja. Wegen des Sauerstoffs. So, wir dürfen jetzt hier in so einem Bunker. Skischarte, da wird es noch mit Holz ausgekleidet. Und so sehen Bunkertüren aus, wenn sie gepflegt werden. Ende zweite Baustange. Oh, hier ist wirklich noch alles vorhanden. Vorsicht.
Stichkarte. Das ist wirklich ein absoluter Traumzustand, ne? Bisschen wie am Ostwall. Oui, bien sûr. Personne ne m'a parlé, mais c'est lourd. Hein. C'est si, un petit essai. Das waren damals Betten, die konnte man auch hochklappen. Kommt von der Marine. Und hier waren die Funker. Feind halt mit. Das war immer ganz wichtig, weil man hat natürlich schnell vergessen. Und da Startgranaten. Helme. Und hier eine MP40. Donc c'est un poêle de 1942, un poêle Dietrich, donc alsacien. Ah, avec les steps, c'est batterie. Mais alors, du coup, c'est vraiment d'époque. C'était vraiment alors, il est d'époque, à la particularité que c'était un poêle de maison, non de bunker. Donc, il est, parce qu'on n'a pas trouvé le modèle exact. C'est-à-dire que bon, la différence était sur l'étanchéité, au niveau des entrées de gaz. Les Américains rentrent dans le camp, ils ne trouveront que des bâtiments vides, à l'exception d'un soldat allemand qui avait loupé, si on peut dire, le départ. Et donc lui, il était resté dans un bunker. Il était pas... Schaut mal hier, ein Bretterverschlag und hier ein getarnter Eingang. Ich bin mal gespannt, was wir hier noch sehen. Oh, ist ganz schön glatt, Leute. Stacheldraht. Ist aufgemacht, hier ist das Wasserreservoir dahinter. Und man hat hier nachträglich noch Pumpen eingebaut. Die sind auch noch in Bewegung. Das hier ist alles original. Also hier haben wir einen Wehrmachtsarzt, der einen Franzosen behandelt, der sich an der Hand verletzt hat. Es ist aber alles im Original, also das ist ja hier Rotes Kreuz. Relikte. Willkommen im Raum der Relikte. Alles von Hand gestickt, also mit der Maschine, aber von Hand. Das ist egal, was du aus dem Essen willst. Oder was davon über ist, mit dem Filter. Scheint alles Bodenfunde zu sein. Ja, 4 cm oder so. Also Bodenfunde, das ist ostenartig. Das ist ganz höflich. Guck mal, der Slack. Ja, Erster Weltkrieg. Ja, also boah, ist das schwer. Die wurden dann so auch benutzt noch in der Reichswehr. Ne? Also sind die am Anfang auch ausprobiert worden. Und die SS hatte die auch, ne? Bis die umgeändert wurden. Modell 18. Alles Bodenfunde von hier. Nee, das ist eine Zündschnur für Bomben, oder? Nee, das ist Feldkabel, also Telefon für die Ankerschlacke, für die Telefone, die du gerade gesehen hast. Die kriegst du auf dem Rücken und dann läufst du. Echt? Ja, gibt so eine Art, also so einen Rucksack. Ja. Und dann läufst du, so legst du Kabel. Und dann werden die einfach angebunden an diese kleinen Feldtelefone und dann kannst du dich umhalten. Geil. Und das ist so das Schaufelrad von der Lüftung. Ein Panzer. Hier ist sogar noch ein Karabiner drin. Da. Und wir hatten dann doch die Möglichkeit, in den privaten Bunker von Adolf Hitler zu kommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Oh. Willkommen in Hitlers Bunker. Wolfschanze 2, wo es drin gebrannt hat. Oh.
Kabinen. Schaut euch das mal an. Hammer. Leute, hier haben nur ganz wenig Leute jemals einen Blick drin. Komplett gebrannt. Die komplette Holzvertieflung hat gebrannt. Hier. Nach unten, ne? Wieder? Jo. Der ist mega. Ja. Wir sind jetzt in den Privatmechern von Adolf Hitler. Mega krass. Ich weiß. Alter, ist das krass. Ja. Leute, ist so aufregend gerade. Hier saßen die damals, die Bonzen. Das ist einfach so krass. Verschlossen. Ja. Schaut euch das an. Privaträume von Adolf Hitler. Hier war die Toilette. Da ist das Scheißhaus von Adolf Hitler, Leute. Das ist der Scheißhaus von Adolf Hitler. Was? Das Scheißhaus, ja. Da hat er gekackt. Wie jeder andere Mensch auch. Oh Leute, das ist so surreal. Gerade. Das ist so surreal. Ich möchte euch abschließend noch einige Informationen über das Führerhauptquartier Maschival oder auch Wolfstuch 2 geben. Warum wurde das Führerhauptquartier Maschival überhaupt an diesem Ort gebaut? Im Jahre 1942 entschied man sich, innerhalb der deutschen Führung ein neues Hauptquartier in der Nähe der französischen Kanalküste zu errichten. Der Ort Maschival, etwa 10 Kilometer nördlich von Soissons, wurde aufgrund seiner strategischen Lage gewählt.
Die Nähe zur Küste machte ihn ideal für geplante Invasion Großbritanniens, die auch als Operation Seelöwe bekannt war. Deswegen gab es damals auch den Tunnel. Dort sollte nämlich der Zug von Adolf Hitler untergebracht werden, falls es zu Luftangriffen kommt. Bei dem Bau der Wolfsstuch 2, die übrigens 1942 begann und unter der Leitung der Organisation TOT stand, einer der nationalsozialistischen Bauorganisationen, eigentlich auch die größte, es wurden insgesamt 750 Bauwerke errichtet, darunter massive Bunker, die wir gesehen haben, aber auch Flakstellungen und andere militärische Einrichtungen. Die Anlage war ein wahres Labyrinth aus Beton, Stahl und bereit, den höchsten Führern des Dritten Reiches zu beherbergen. Und am 16. und 17. Juni 1944 besuchte Adolf Hitler höchstpersönlich die Wolfsschlucht. Es war ein kritischer Moment im Krieg, nur wenige Tage vor der Landung der Alliierten in der Normandie. Hitler traf sich hier mit seinen Generälen, darunter auch Erwin Rommel und Gerd von Rundstedt, um die militärische Lage zu besprechen. Es war Hitlers einziger Besuch in Marschwall und die Atmosphäre war natürlich angespannt und voller Dramatik. Die Rolle von Erwin Rommel, er war der berühmte Wüstenfuchs, war ebenfalls anwesend. Rommel war bekannt für seine brillanten und natürlich auch militärischen Taktiken und seine direkte Art. In den Besprechungen in Marschwall drängte er auf eine aggressive Verteidigung gegen die Alliierten, doch seine Vorschläge stießen auf Widerstand. Rommel besuchte die Wolfsschlucht 2 mehrfach, um die Verteidigungsstrategien zu koordinieren. Nach dem Krieg wurde die Anlage von der französischen Armee übernommen. Heute diente sie als Militärbasis für die französischen Armeen und auch die NATO. Viele Bunker und Strukturen sind noch erhalten und können besichtigt werden, obwohl Teile des Geländes militärisches Sperrgebiet sind. Weiter oben war das. Und der heutige Zustand, ihr habt es gesehen, ist auf jeden Fall ein faszinierendes Relikt des Zweiten Weltkrieges. Die massiven Bunker und unterirdischen Gänge zählen zu den krassesten Sachen, die wir tatsächlich auch besichtigen durften. Und hier kann man die Strategie, die Macht, die dramatischen Wendungen des Krieges förmlich erkennen. Es ist ein Ort voller Vergangenheit, aber man hat das Gefühl, dass sie lebendig ist und uns an die dunklen Zeiten der Geschichte erinnern. Und jetzt wünsche ich dir noch einen guten Tag. Ich bin Random Life und ich hoffe, du hattest sehr viel, sehr gute Unterhaltung in diesem Video.